Erinnern Sie sich an den gestrigen Nachmittag? Da hatte es der DAX tatsächlich geschafft, in einer recht beeindruckenden Aufholbewegung fast seine kompletten Verluste, die zuvor angefallen waren, wieder wettzumachen. Aber das ist heute nicht gelungen, obwohl viele Privatanleger darauf gesetzt haben. Der DAX liegt weiterhin recht deutlich im Minus mit 1,3% oder 91 Punkten bei 7063 Zählern. Das Tagestief wurde zwischenzeitlich mal bei 7032 Punkten festgestellt. Aber die wichtige, die gute Nachricht des Tages für alle Bullen lautet, dass die 7000-Punkte-Marke doch recht souverän verteidigt werden konnte. Wir haben Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten von Amerika bekommen, aus der Baubranche nämlich. Und das ist äußerst erfreulich. Die Amerikaner wollen nämlich wieder mehr Wohnungen bauen. Die Zahl der Baugenehmigungen erreichte im Februar den höchsten Stand seit fast 3,5 Jahren. Sie legte nämlich um 5,1% auf eine Jahresrate von 717.000 Einheiten zu. Das alles half aber dem Markt im Moment nicht. Der Dow Jones Index auch im Minus mit 0,5% bei 13.173 Punkten im Augenblick. Dennoch bleibt die Mehrheit der Derivateanleger dabei, eher auf steigende Kurse des deutschen Aktienindex zu setzen. Vor allem Call-Optionsscheine und Long-Zertifikate waren und sind gesucht. Wir haben heute die Automobilaktien mit besonderen Belastungsfaktoren versehen. Das Wachstum in China und der chinesische Markt ist ja ein besonders wichtiger geworden für die Autobranche. Dieses Wachstum soll nun tatsächlich deutlich nachlassen gegenüber den Zahlen aus dem vergangenen Jahr. Und das verhagelte heute ein bisschen die Stimmung in der Branche. Die BMW-Aktie 4,7% im Minus, die Daimler-Aktie 4,4% und Volkswagen verliert 4,3%, aber hier agiert man antizyklisch. Anleger steigen ein in Knockout-Calls, in Call-Optionsscheine, vor allen Dingen auf die BMW-Aktie, aber teilweise auch vor allen Dingen in Calls auf die Daimler-Aktie. Wollen wir mal sehen, ob diese Werte dann tatsächlich die Gegenbewegung schaffen, vielleicht dann sogar schon am morgigen Tag.